Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Outriders Video. Heute möchte ich euch das Grimms Inventory Legendary Rüstungsset vom Technomant vorstellen. Eines meiner Highlights, optisch auf jeden Fall, alleine die Maske sieht absolut genial aus. Wie immer oder wie meistens habe ich hier die Werte ab Level 52 des kompletten Sets. Es gibt wie immer einen Dreifachbonus, wenn wir mindestens drei dieser Sachen zeitgleich tragen. Legen wir direkt los. Während Tools of Destruction aktiv ist, also Raketenwerfer oder eben die Minigun und ein Treffer registriert wird, egal mit welchem, füllt das Magazin um 20% wieder auf. Der Rüstwert der Stiefel erhöht sich um 22.000, also der allgemeine Rüstwert erhöht sich um 22.000, die Bonusfeuerkraft wird um 14.400 erhöht, der Close Range Damage wird um 14% erhöht und die Cooldown Reduzierung um 6%. Der Level 3 Mod, der Wirkungsbereich des Pain Launchers wird um 45% erhöht und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Fähigkeit Pain Launcher, verringert die Cooldown-Zeit um 34%. Die Handschuhe erhöhen unseren Rüstwert um 18.400, die Anomaliekraft wird um 18.400 erhöht, die Heilrate wird um 12% erhöht und die Cooldown-Reduzierung um 6%. Der Level 3 Mod 20% weniger Schaden von Elite-Gegnern und der Level 1 Mod bezieht sich auf den Pain Launcher. Jede Rakete verursacht 32.000 mehr Schaden. Der Unterkörper erhöht unseren Rüstwert um knapp 20.000, Anomaliekraft wird um 18.400 erhöht, der Lebensentzug durch Skills wird um 3,5% erhöht und die Cooldown-Reduzierung um 6%. Der Level 3 Mod bezieht sich auf die Fähigkeit Tools of Destruction, erhöht den Explosionsradius. Das kann ja dann eigentlich nur für den Raketenwerfer gelten, würde ich mal sagen. Und der Level 1 Mod ebenfalls Tools of Destruction. Man kann eine zusätzliche Rakete abfeuern. Der Oberkörper erhöht unseren Rüstwert um 18.600. Die maximale Gesundheit erhöht sich um 6.000. Der Lebensentzug durch Skills wird um 3,5% erhöht und die Cooldown-Reduzierung um 6%. Der Level 3 Mod bezieht sich auf die Pain Launcher Fertigkeit, erhöht die Anzahl der abgefeuerten Raketen um 10. Und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Minigun und erhöht bei aktiver Minigun den Rüstwert um 400.000. Was für eine Zahl. Kommen wir als letztes zum Helm, erhöht den Rüstwert um 20.590, die Maximalgesundheit erhöht sich um 4.500, der Lebensentzug durch Fähigkeiten wird um 3% erhöht und die Statuspower um 21,7%. Der Level 3 Mod bezieht sich auf Tools of Destruction, genauer auf den Raketenwerfer erhöht. Nein, man kann drei zusätzliche Raketen abfeuern und der Level 1 Mod bezieht sich auf die Minigun. Aktive Minigun gewährt 20% Widerstand gegen Durchschlagsbonus, wenn ich das richtig interpretiere. Kann sein, dass ich das vielleicht ein bisschen falsch übersetze. Sorry dann dafür. Das war es auf jeden Fall schon wieder mit diesem Rüstungsset. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Ein Abo, wenn ihr neu seid, wenn ihr rund um Outriders nichts verpassen wollt. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ist völlig kostenlos, wie immer. Das war es jetzt von mir. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.